Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Neuerscheinung. Ja, die hatte ich vor 2 Wochen in den News drin. Das ist dieser neue Glengoyne Legacy One, der den, ich glaube, den wichtigsten Brennmeister. Doch, der erste. Er ist der erste? Ja, also der hat auf jeden Fall dieses Sherry Cask und langsame. Ich erzähl's jetzt. Also, und zwar heißt der nicht Severn Cochrane, sondern Cochrane Cartwright. Und der war also 1868 oder so der erste Brennerei-Manager. Und der hat den Grundcharakter von Glengoyne eingestellt. Und zwar hat er gesagt: Wir reifen 100% in Sherryfässern und wir destillieren sehr langsam. Und Glengoyne ist auch eine der wenigen Brennereien mit einer Intermediate Still, wo also dann der Alkohol besonders hoch destilliert werden kann. Ach, das ist eine Dreifachbrand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle diese Whiskys dreifach destilliert werden. Aber sie haben 3 Brennblasen. 2,5-fach Brand. Ja, nee, ich würde sagen, einige 2, einige 3. Oder sie verwenden die Intermediate und die Spirit. Ich habe da ein paar Mal gefragt, ich habe es nicht wirklich kompetente Leute gehabt. Ich habe mich jetzt angemeldet, dass ich da irgendwann mal vorbeifahren werde. Ja, toll. Und dann einfach ein bisschen warten, da kommt abonnieren auf jeden Fall, dann gibt es auf irgendwann das Brennerei-Video mal. Also jetzt kann ich nicht versagen, ich war aber schon mal da. Ja. Und das war so eine Brennerei, ich kann mich noch erinnern, da war die Straße, irgendwie irgendeine Straße in die Highlands, war in der Mitte und dann rechts die Brennerei und links schon irgendwie neue Warehouses damals und es ging noch ein toller Weg irgendwie den Berg hoch oder einen Fluss entlang oder irgend sowas war das, ne? Ja, genau. Und zwar, Glengoyne liegt ja unmittelbar nördlich der Grenze der gedachten Linie von den Lowlands zu den Highlands und die liegen also, ich weiß nicht, 1 Meile, 2 Meilen in den Highlands. Ah, eine Highland-Brennerei. Also eine Highland-Brennerei, ganz knapp. Und also war sie damals illegal. Und das Interessante daran ist, dass sie übernommen wurden von einem kleinen, unabhängigen Abfüller. Und der nun eine ganz tolle Weiterentwicklung von diesen Whiskys gemacht hat. Früher gab es also nur einen 10-Jährigen und ein bisschen irgendwas. Und heute gibt es also eine volle Range mit 15, 18 Jahren und auch viel ältere 25-Jährige. Also ganz, ganz tolle. Und jetzt geht man hin und erweitert diese Serie nach unten zu No-Age-Whiskys. Und das Besondere an dieser Flasche ist das erste Mal, dass ich auf einem Etikett 2019 lese. Wir haben jetzt den 1. März heute. Das erste Mal, dass ich da 2019 lese. Und zwar The Legacy Serie, also Legacy ist das Erbe. Ne? Vermächtnis. Und das ist also Chapter 1. Und das soll also jedes Jahr fortgeschrieben werden, dass es also jedes Jahr eine spezielle Abfüllung gibt. Und das Interessante ist natürlich keine Altersangabe. Das heißt, sie erweitern jetzt ihre Range nach unten, haben... Aber nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Also nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Also insofern richtig und 48 Volumenprozente. Und was hat er? Man First, ein bisschen mehr. Fine European Oak Oloroso Sherry Casks. Jo. First Fill sogar. Genau, First Fill, drum fällt er so. Dunkel aus, wie alt er ist, kann man nun überhaupt nicht sagen, wenn man gleich beim Geschmack ein bisschen... Ja, aber wenn man sich so anschaut, also in 3 Jahre wird es nicht sein. In 3 Jahre wird es nicht sein, wobei die First Fill Sherry Casks schon verdammt dunkel werden. Ich glaube es aber auch nicht, weil da würden sie sich bei der ersten Serie zu Ehren ihres ersten Brennmeisters... metallisch. Ja, da würden sie also ganz schön ins Knie schießen. Wobei sie jetzt mit ihren 3 Brennblasen durchaus die Möglichkeit haben, den Alkohol hochrein zu destillieren, dass man dort die metallische Jugend nicht feststellen würde. Das ist der Vorteil von diesen Dreifachdestillats. Ha, ha! Ein bisschen Überdruck. Überdruck. Der kam aus den Highlands. Der kam super fest. Nee. Aus den Lowlands im Grunde. Nein, aus den Highlands. Aber, ja, aus den Highlands ist ja das Duft dünner. Nein, im Prinzip haben die da oben jetzt auch mal Sommer gehabt. Das ist ein Hochdruckgebiet. Hochdruckgebiet. Nein, nicht Sommer, ist ja 2019. Die haben auch mal Hochdruckgebiet gehabt. Und jetzt heute, seit gestern ist hier Tiefdruck angesagt, ist runter und jetzt. Das ist toll, der war also absolut dicht. Ne? Sonst hätte er das nicht gebracht. Airtight. Airtight. Und hier so die 6 Säulen haben sie bei sich irgendwie. Unpeated, Maturation, Patience, Natural Color, Oak Cask, Tradition. Ja, dieser fährt nun also auf Tradition ab. Jetzt muss ich mal gucken, du, dass ich den hier... Wir haben heute keinen Monitor vor uns. Glengoyne, muss das G ungefähr nach vorne. Also so müsste es ungefähr stimmen, dass er gerade steht.
Und jetzt schauen wir uns die Sache mal an. 48 Volumenprozent, da hat er also ein bisschen mehr. Mhm. Die normalen Glengarryen, so 10-Jährigen und so, die kommen also auch mit 40 Volumenprozent. Da stellen sie sich dem Wettbewerb, damit der Preis niedrig ist. Mhm. Und hier liegen wir im Preis jetzt noch unter 60. Ist natürlich ein anspruchsvoller Preis, aber für ein First Fill Sherry, das sind schon Kosten, die da auflaufen. Mhm. Jo. Haha. Mhm. Dunkel. Oh ja. Datteln, Feigen. Aber dunkel und rund. Ja. Also dunkel und sanft. Also nicht irgendwie, ich finde ihn nicht würzig. Nein. Ich finde ihn so dunkle Schokolade. Ja. Kakao. Und dann so eine leichtere Fruchtnote, vielleicht wie Birne. Vielleicht auch ein bisschen oben drüber mit ein bisschen Zimt gestreut. Wie heißt denn dieses Karamell, was so zarter ist? Fatsch? Nee, Fatsch ist so bröckelig, oder? Ach nee, es gibt auch weiches Karamell. Achso, dann meine ich das. Der Plombenzieher, meinst du? Ja, ja, so in der Richtung. Aber so in die Richtung riecht es irgendwo. Also es ist schon... Ja, jetzt kommt er aber auch intensiver, jetzt kommt ein bisschen Kühle, jetzt kommt der Alkohol ein bisschen mit, wenn man sich dran gewöhnt. Was hattest du gesagt? 48? 48. Also es ist wirklich schön, schön rund und so eine ganz leichte Süße mit drin, die so ins Karamellige geht. Boah, also der richtig rein. Mhm. Aber, wie gesagt, keine Bitterkeit. Das heißt, er ist dann doch jünger und hat von der Eiche nicht so viel gesogen. Mhm. Etwas trockener im Abgang werdend. Das spricht also für einen voll durchoxidierten Sherry, wie den Oloroso Sherry. Mhm. Ein bisschen zarte Eiche kommt noch dazu. Und immer noch diese Trockenfrüchte. Aber die verblassen jetzt etwas. Mhm. Ja, also dieses durchoxidierte Wahnsinn. Also, puh, richtig heftig durchoxidierte Trockenfrüchte. Also erinnert mich ja wirklich an so ein Rosinen, Datteln, Trockenfrüchte. Erinnert mich so ein bisschen an den türkischen Markt. Aber mit kräftig Bitterschokolade mit dabei, Zartbitterschokolade mit dabei. Aber schon die 70-prozentige. Hm? Ich hatte die Bitterkeit noch nicht. Und du nimmst immer einen größeren Schluck als ich, ne? Ja, also bitter. Ich weiß nicht, bezeichnest du 70-prozentige Schokolade schon als wahnsinnig bitter? Mhm. Okay. Ja, doch, die 70er hat schon ein bisschen. Also ich finde schon, ein Stückchen Bitterheit ist drin. Jetzt nicht das Heftige, aber schon. Vor allem nicht die lang anhält, die vielleicht so da ist. Aber wenn ich lange hinten auf der Zunge gucke, kommt da nicht die Bitterkeit. Kennst du das, wenn die Schokolade so seidig zart bitter ist? Dann so hat sie ein bisschen mehr Fett drin, ja. Kann sein. Aber ja, so in der Richtung halt. Einfach, die ist so richtig schön rund und hat eben diese Zartbitterkeit dabei. Ich habe auch einen leichten, trockenen Abgang. Also die Zunge geht ein bisschen trocken an den Gaumen danach. Aber jetzt macht der Geruch, macht auf. Boah. Richtig voll. Karamellpudding. Mhm. Und eine ganz leichte Fruchtnote, was immer das ist. Mhm. Aber ich kann es nicht sagen. Also ich meine so eine frischere Fruchtnote. Ich finde ihn aber im Geschmack bedeutend stärker als im Geruch. Ich bin im Geruch nicht so stark wie du. Mhm. Im Geschmack hat er einfach dieses seidige, aber trotzdem intensive. Und dann schön viel Zartbitterschokolade mit Trockenfrüchten. Also das ist wirklich... Also das einzige Negative, was ich jetzt sagen würde, er ist ein Stückchen einseitig. Er hat einfach der komplette Sherry-Charakter. Mhm. Und dieser Brennerei-Charakter mit Frucht und so, der ist ein bisschen arg im Hintergrund. Ne? Mhm. Ja. Er hat irgendwie den Counter hat er nicht so sehr. Oh, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr vom dritten Schlückchen reingenommen. Und jetzt habe ich also auch diesen starken Geschmack im Mund. Ich hatte ihn nur auf der Zunge liegen, ich hatte ihn nicht am Gaumen. Mhm. Jetzt habe ich ihn auch im Geschmack ziemlich stark. Aber mir ist im Geruch nicht so... Also kommt schon im Geruch mit. Keine Frage. Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was der an Alter hat. Im Normalfall gehen die Leute hin und machen dann so 7, 8 Jahre. Das ist so das Normale. Du meinst, der ist unter 10? Ja. Das war heftig für unter 10. 48 Volumenprozent. Ja, gut. First Fill Sherry. Das ist alles First Fill Sherry, ne? Mhm. Alles First Fill Sherry, ja.
Und da trauen sie sich dann wahrscheinlich die 10 nicht drauf, die 8 oder 9 nicht drauf zu schreiben oder 7. Jetzt machen wir First Fill Sherry 10 oder 12 Jahre lang. Geht's ab. Jo, ich glaube, von meiner Seite aus war's das. Ja, also wenn ihr mehr über Glengoyne wissen wollt, abonnieren nicht vergessen, weil ich werde ja die nächsten Monate, halbes Jahr wahrscheinlich, werde ich irgendwann mal ein Brennerei-Video von der Glengoyne Brennerei bringen. Hinter der Brennerei, schöner See. Und See? Im See, wo im Prinzip die Quelle durchläuft, das Wasser, Prozesswasser durchläuft und dann hinten geht es den Berg rauf. Und dort oben wunderbare Aussicht. Und da sieht man hier auch jetzt die Gänse im Wappen, denn die schwimmen da auf dem See. Und das heißt The Valley of the Wild Geese. Ja. Ja. Also dranbleiben. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut mal im Shop vorbei, ob der Whisky vielleicht auch was für euch ist. Und bis zum nächsten Mal.